Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Jim Knight Hart L. und Bret Hart bildeten die ursprüngliche Hart Foundation bei WWE. Urheberrecht WWE 26. März 2019, 17.48 Uhr, 8 Monate nach dem Tod von Jim Knight Hart zieht er posthum in die WWE Hall of Fame ein, als Teil der ursprünglichen Hart Foundation mit Bret Hart. Im vergangenen August starb WWE-Legende Jim Knight Hart im Alter von 63 Jahren, nun wird er posthum in die Hall of Fame der Liga berufen. Die Wrestling-Promotion bestätigte am Montag seit längerem kursierende Gerüchte, dass die originale Hart Foundation, bestehend aus Knight Hart und seinem Schwager Bret the Hitman Hart, in der Nacht vor WrestleMania 35 in die Ruhmeshalle einziehen wird. Hart und Knight Hart waren Ende der 80er, Anfang der 90er eines der prägenden Tag-Teams der damaligen WWF. Hart feierte später auch große Erfolge als Einzelwrestler, für die er bereits seit 2006 in der Hall of Fame ist. Nun folgt ihm Knight Hart, der Vater der nun selbst bei WWE antretenden Natalya. In der Nacht zum Dienstag stand sie bei der TV-Show Monday Night RAW im Ring, als das Hall of Fame-Video der Foundation gezeigt wurde, und vergoss ein weiteres Mal Tränen um ihren toten Vater. Jim Knight Hart litt an Alzheimer. Jim Knight Hart litt an der Alzheimerschen Krankheit. Er starb an einem damit zusammenhängenden Anfall. Unmittelbare Todesursache war eine Kopfverletzung, die er sich bei einem daraus resultierenden Sturz zuzog. Hart und Knight Hart waren 1997 auch Teil der zweiten Inkarnation der Hart Foundation, einer Fünfergruppierung mit Bretts Bruder Owen Hart, zwischenzeitlich auch Knight Harts Tagteampartner, seinem Schwager The British Bulldog, Davey Boy Smith und Brian Pillman. Pillman, Owen und Smith starben allesamt tragisch früh und sind bis heute kein Teil der Hall of Fame. Im Fall von Owen Hart, der 1999 bei einem missglückten Einmarschstund zu Tode stürzte, liegt es vor allem daran, dass dessen Witwe Martha den Hall of Fame-Einzug Owens ablehnt. Sie hat wiederholt festgehalten, dass sie dies als Ausbeutung von Owens Image zu kommerziellen Zwecken betrachten würde.